Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr Lieben, wir haben es noch am frühen Morgen, wir stehen gerade hier auf. Und mein Schnucki ist noch im Bett. Der hatte gestern ja, so kleine Unstimmigkeit. Er hat ja früher mal halt erhöhten Blutdruck gehabt und dafür hatten wir so ein Gerät halt eben zum Blutdruck messen. Und gestern sagte irgendwie, ging es ein bisschen merkwürdig und so. Und dann hat er sich Blutdruck gemessen. Blutdruck war in Ordnung, aber in diesem Symbol, also in diesem Gerät, erschien ein Symbol Herz in einem Dreieck. Da wussten wir irgendwie gar nichts erstmal mit anzufangen. Dann hat er seinen Puls gefühlt und zwischendurch setzt wohl irgendwie das Herz irgendwie aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist. Ich hatte schon gestern gesagt, am besten gehst du mal irgendwie zum Arzt oder so, dass die EKG schreibt. Und aber er sagte. Jetzt vor Weihnachten ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt hat er heute wieder alles gemessen. Ging. War kein Symbol da. Er sagte aber schon vor irgendwie vor ein paar Wochen, glaube ich sogar, immer als er gegessen hat zum Beispiel. Und hat er zwischendurch halt das Bedürfnis zu husten. Und das war wohl in dem Moment, wo halt der Pulsschlag kurz aussetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man denkt immer, das Herz schlägt immer und immer wieder. Also ganz normal im normalen Rhythmus halt. Aber bei ihm habe ich gestern auch Puls gefühlt und dann, ich habe dann immer gezählt und dann zwischendurch, zack, ist mal nix. Und dann ging es wieder weiter. Ich weiß nicht, ob das normal ist. So, der. Mein krankes Hündchen zu Weihnachten. Danke, Sündchen. Aufstehen. Schnucki, du musst Licht anmachen hier, wenn du was aufnimmst. Deine Kamera nimmt komischerweise besser auf als meine mit der Na, die ist auch eine Beleuchtung. Soll super ich das Licht Qualität, wenn anmachen? ich mich gleich geblendet Ja, hier. eben. Also, über dieses Gerät habe ich gesprochen. Das ist einfach so Ich traue mich, dich aufzustehen. ein. Ich habe gesagt, da musst du heute die ganze Zeit im Bett bleiben, weil heute Morgen hat er das wieder gemessen und hier war kein Symbol mehr. Also, das Symbol erscheint hier. Guck mal, man kann hier zum Beispiel sehen, da dieses Symbol hier mit dem Herz in dem Dreieck erschien. Dieses hier. Hier War wird gestern. gestern, genau, heute war noch nichts. Ja, okay. Hier. Hier kann man sehen, mit dem Blutdruck, also mit dem Blutdruck generell grün, gelb oder rot. Meistens sind wir grün. Früher hattest du mal rot, glaube ich, Ich ne? bin doch schon ganz schön alt, ne? Dass ich schon mein eigenes Blutdruckgerät Das hatten wir schon lange, habe. weil du hattest mal etwas erhöhten Blutdruck. Deswegen hatten wir das Ja, mal da war ich besorgt sogar und. beim Arzt und der hat das gemessen und hat gesagt, hier zu hoher Blutdruck, Tabletten rein. Ja, stimmt, Und da habe ich Tabletten. gesagt, Tabletten, das ist so ein Vogel oder was? Und dann, das habe ich dem natürlich nicht gesagt, aber ich habe brav das Rezept genommen, bin auch brav zur Apotheke und habe mir auch brav diese Tabletten geholt. Und da habe ich gedacht, so, ey, Alter, ich bin hier gerade über 40 und brauche hier Tabletten gegen gegen Bluthochdruck. Ne? Dann habe ich erst mal im Internet geguckt, was ist überhaupt das Problem mit Bluthochdruck? Wo Ja. kommt der her? Und dann habe ich gelesen, Salz, Ja. wenig Bewegung. Das war's schon. Zwei Ja, Gründe. stimmt, sagst Und du. dann haben wir Salz weggelassen und haben uns mehr bewegt. Da kam dann dieses 10.000 Schritte Morning Walking Programm zustande. Und seitdem, also ich bin Siehst du? früher, das gibt ja hier so eine Ampel, Ja, rot, gelb, genau. Ja, grün. Und ich rot schon so. bedeutet halt hier Alarm. Wobei da ist der Alarm noch nicht so hoch. Das sind dann, wer sich mit Blutdruck auskennt, ein Blutdruck von, ich glaub bei 140 oder so wird das rot. Leute mit richtig hohem Blutdruck, die träumen von Ja, 140. aber ich glaube, das ist So. noch höher, glaube ich, ne? Aber diese 140 waren halt der hohe Blutdruck, der bei mir hier festgestellt wurde. Und im Moment bin ich auf grün. Also habe ich irgendwo was bei 112, 117 oder so. Aber mein Herz vergisst immer einen Schlag. Das ist, also gestern habe ich hier zu Marie gesagt, hier willst du mal was Unheimliches sehen. Und dann hat sie mir hier den Puls gefühlt. Ja, so tok, 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 tok. Da war einfach einer weg. Ja. Und heute Morgen war da gar nichts. Also, ich nehme das hier mal für ihr, wer da Bock drauf hat. Einmal live das Lüttegerät. Das ist ja auch nochmal ganz geil. Ne? Übrigens, no Werbung hier. Ne? Nee. Das, Das sollen da wir drückt schon man ewig drauf bilden. und dann fängt das gleich an, sich hier die Hand abzuquetschen. Fühlt sich immer an, als wenn die gleich abgeschnitten wird. So. Und so funktioniert das hier dann. Und da unten misst das Gerät jetzt den Puls. Ich halte das gerade zu hoch. Ich muss das eigentlich der Höhe vom Herz halten.
Also da wird der Puls gemessen und wenn das Gerät feststellt, so, ey, da fehlt ein Pulsschlag, dann ist das halt nichts mehr. Wieso Irgendwas pumpt? geht da. Achso. Es pumpt immer irgendwie nach, ne? Naja, weil das. Aber glaub gleich erscheint das. Ich habe gestern auch im Internet nochmal mir die Bedienungsanleitung davon durchgelesen und da stand, dass solche Herzaussetzer vom Gerät festgestellt werden können, wenn man redet. Echt? Normal rede ich ja nicht, wenn ich hier den Puls Nee, messe. das stimmt. Ja, Kann ja ja. vielleicht sein, dass er deswegen jetzt hier nach pumpt. Ah, da war eben so ein Doppelpulsschlag gerade, Nicht? habe ich gemerkt. Also könnte sein, dass es das gleich wieder anders ist, das Herz. Nein, ist nicht. 113 zu 65. Nee, ist nicht. Blinkt nicht. Na gut. Ich bin wieder gesund. Oh. Und ich habe natürlich auch gestern nochmal geguckt, was tut man denn, wenn man so ein Herzrhythmusstolpern Das ist eine Herzrhythmusstörung hat. oder also ich habe ich schon mal öfters Nein, mal das ist keine gehört. Störung, es ist einfach ein Stolpern. Es fehlt einfach ein Herzschlag. So, und dann stand im Internet, es kann mal vorkommen, dass das Herz zu schnell schlägt. Und dann lässt es auch mal einen wieder aus. Ich muss meine Schwester fragen, weil sie Um. ist ja, die kennt sich damit aus. Stimmt dich, wenn du was Ja, sagst. nee, ich werde meine Schwester mal fragen, weil die kennt sich damit sehr gut aus, weil die ja nun in der Altenpflege tätig ist oder war. Und das musst du ja nicht wissen. So, jedenfalls, es ist so, dass wenn man, also man muss zwei Sachen einnehmen. Nee, man muss die nicht ein. Ich habe gegoogelt, ich mache das ja immer so, ich will nicht tablettenabhängig werden, ne? Und wenn man mal guckt, was die Ursachen sind für so ein Herzstolpern, dann findet man erstens viele Dinge, die Kalium haben. Und Kalium ist eine Sache, die man braucht, scheinbar, um dieses Herzstolpern da entgegenzuwirken. Und da sind in Rosinen zum Beispiel ist Kalium drin. Und Magnesium soll man einnehmen. Magnesium hast du aufgehört. Also Aaron hat jahrelang Magnesium genommen, immer. Und als du das mit diesem Gerät dich immer getestet hast und so, hast du aufgehört. Ne? Du hast gesagt, nee, ich nehme jetzt gar nichts mehr. Also auch gar keine Nahrungsergänzungsmittel. Und Das wie geht heißen dann. die, diese Vitamine alle? Du hast mal eine Zeit lang ganz viel von Ach, diesem den Zeug genommen. Magnetic Ja, genau. Resonanz-Dings da Und war dann das. hat er aufgehört, halt auch Magnesium komplett zu nehmen. Aber Magnesium ist ja eigentlich ganz gut. Also man muss das irgendwie nehmen. Mache ich auch jeden Abend. Dieses Magnetdings, da war ich bei 85 und habe mich so eingestellt, dass das alles stimmt. Ja. Jetzt bin ich auf 80 runter, habe das dem Gerät auch mitgeteilt, habe mich Ja. also unter einer neuen Person eingetippt. Ey, und auf einmal fehlt mir alles Mögliche, Ja, ne? das ist Und dann komisch. habe ich mich wieder mit 80 als 85 Kilo schweren Menschen in dem alten angemeldeten Konto da getestet. Mir war wieder alles gut. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob Das soll man. jetzt nicht heißen, dass ich an dem Gerät zweifle. Weil irgendwie zweifle ich da Doch, dran. irgendwie weiß ich nicht, ob das alles so stimmt, was er da so anzeigt, ne? Ist auf jeden Fall Keine spannend. Ahnung. Ja, es ist schon spannend, aber wie gesagt, jetzt, gestern Abend nimmt er wieder Magnesium in Tütchen. Magnesium Werler, glaube ich, heißt das, 300. Und ich habe es ja aber in Kapseln. Ich mag Und diese eine Typen nicht so Handvoll gern. Rosinen jeden Tag. Und Handvoll Wobei Rosinen. das natürlich überhaupt nicht zum Magen-Keto passt. Ja. Ach, man kann aber nicht alles haben, Nee. ne? Adam ist ein bisschen hier drunter, glänzt du. Du hast Genau, meine Nase aufgetragen. läuft so. Nein, er hat sich das hier, das Kräuterzeug von den Russen aufgetragen. Das sind überwiegend ganz, ganz viele Kräuter und die machen die Nase frei. Also man braucht nur hier so drunter so ein bisschen aufzutragen und dann hat man schon Und warum nehme ich das? keine geschlossene Normalerweise Nase mehr. habe ich ja immer einfach Nasenspray genommen, ne? Einmal und dann war die Nase frei. Ja. Aber woher kommt das Nasenspray? Nasenspray? Ja. Ja, da wirst du auch abhängig von. Da Genau. war ich nämlich von Nasenspray abhängig. Heute ist irgendwie voll so ein Krankheitsvideo jetzt hier. Nein, das nennt sich Gesundheitsvideo. Gesundheitsvideo, während du hier im Bett liegst. Ich liege ja nur im Bett, weil das noch so früh ist. Und es ist jetzt wieder nach 9. Wir haben ja auch Urlaub, ne? Wir haben Urlaub und verbringen den in Tertien. Ja, genau. Nee, in Balkonien. Ja. Nee, nicht mal da, was zu kalt ist. Also im Schlafzimmer regieren. Na gut, ihr Lieben, also Wir kurzer machen uns einen Stand schönen Tag im von Bett. meinem Schnucki. Ich glaube, das Video mache ich auch nicht allzu lang heute, weil ich habe irgendwie, ich will so viel aufnehmen. Und wenn ich so viel aufnehmen möchte, also noch andere Videos jetzt, zum Beispiel jetzt für die Tage,
Dann schaffe ich das nachher. Dann muss ich ja 2 Videos am Tag hochladen. Das geht nicht. Ja, bitte, Marie, mach 2 Nein, Videos am Tag. das schaffe ich nicht. So, na gut, also wir beobachten, also er will nicht zum Arzt natürlich, ne? Aber dann verweigert Du er musst immer die nicht zum Ärzte. Arzt. Siehst du? Es Du ist hast was Dr. anderes. Google. Es ist was anderes, nicht zum Arzt zu müssen Ja. oder nicht zum Arzt zu wollen. Ja, Aber ich ich will auch will. nicht dahin, weil mich das da voll annervt, da in Ja, einem ich Krankenzimmer weiß. zu sitzen Ja. und im Wartezimmer da und nee, danke. Ja. Man findet ja aber auch, es gibt ja für alles einen Grund. Ja. Und dieser Grund, der muss man, den weiß man halt nicht. Und diesen rauszufinden, ist manchmal ganz leicht. Manchmal eben auch nicht, dann sollte man zum Arzt gehen, aber in diesem Fall haben wir es ja schon rausgefunden. Bei Adam ist es so, wenn er irgendwie was hat oder bekommt, irgendwie was er noch nicht gehabt hat, googelt er sofort danach und versucht sich da durchzulesen auf allen möglichen Seiten. Und Ja, aber da muss meistens, man ja auch vorsichtig sein, ne? Der da muss eine man auch. sagt dann hier so, der andere sagt so, oh, so bloß nicht, weil lieber so. Und der dritte sagt dann, beides falsch hier, machen wir es Ja. doch ganz anders. Und dann muss man sich ungefähr 100 Seiten durchlesen. Und dann entwickelt sich langsam ein Trend daraus, was Ja, was es richtig sein ist und könnte. was nicht richtig sein könnte. Wobei, wir haben eine super tolle Ärztin, also die ist richtig klasse und ist auch nicht gleich so auf Tabletten, Tabletten, Tabletten. Also, früher hatten wir Ist andere eine Ärzte. Aber keine Homöopathin oder so. Nein, die machen aber beides. Oder wegen Schuh? Nee, irgend so eine China Nein, auch. fernöstliche Wundermedizin. Nein, nein, nein. Wobei, Aber die das soll ja auch ist. gut sein, ne? Ja, bestimmt. Na gut, also ich würde sagen, wir verabschieden uns hier mal aus dem Ich Schlafzimmer. habe eine Idee. Ja. Das gibt doch diese Gläser, diese Sauggläser. Ja, die hatten wir aber Diese. immer bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die hießen Banitschki. Das ist in Russland gewesen. Wenn man erkältet war, dann hat meine Mutter uns immer mit Vaseline den Rücken eingecremt. Und dann hat sie diese Becherchen genommen. Also das sind so ganz kleine Gläschen sozusagen. Also die sind aber so rund gewesen und hatten so eine abgerundete, aber auch Kante. Also damit halt eben nicht scharf auf dem Rücken ist. Also die waren wirklich rund. Und dann hat sie das mit dem Feuer drunter gemacht und dann einfach haben sie sich rangesaugt auf dem Rücken zum Beispiel. Noch Marmeladengläser vernünftig. Nein, kann man glaube ich nicht. Mein Arm fällt gleich ab, ne? Keine Muckis. Und die haben gut gegen Erkältung geholfen. Das haben wir früher gemacht. Ich weiß nicht, ob die es mittlerweile immer noch so machen oder immer noch so machen in Russland, das weiß ich jetzt nicht. Gibt's heute Frühstück im Bett? Ja. Nein, ich stehe Frühstück im gleich Bett. auf. Aber ich muss mein Experiment hier fortsetzen, Ach ob so. im Laufe des Tages hier wieder diese komischen Aussätze kommen. Ja, ich habe mir schon gesagt, heute Morgen war ja nichts. Er soll bitte im Bett bleiben den ganzen Tag. Das ist aber auch nicht gut. Und du sollst dich nicht aufregen. Ja, das ist übrigens ein Problem, Stress, ne? eine Ursache dafür. Stress, falsches Essen, da stand auch Alkohol, Zigaretten und das esse ich und trinke und rauche ich ja gar nicht. Aber Stress ist halt einer der Faktoren Ja. und ich verstehe gar nicht, wie man in dieser Zeit jetzt Stress haben Nein, aber kann. Stress macht einfach vieles kaputt und viele Leute krank. Na, das ist einfach so, ja. Na gut, ihr Hübschen. Also, wir verabschieden uns jetzt hier. Das Video ist, wie gesagt, ein bisschen kürzer als die anderen. Ich Ich hoffe, mach's dass es euch nochmal. trotzdem gefallen hat. Wir beobachten das mal und ich habe gesagt, Adam, er soll mal bitte dann irgendwie, wenn das jetzt wieder, immer wieder ist, zum Arzt gehen. Und dieses EKG, ne, oder wie man, das haben die auch schon mal früher bei dir gemacht, EKG. Da setzt man ja aufs Fahrrad, oder? Belastungs-EKG und fährt. Und dann messen sie das Herz oder so. Du hast es nicht an. Nee, ich warte, So. bis du fertig bist mit Du hattest, Reden. hier sag mal, aber du hattest, wie du es aber gespürt hast, hast du gesagt, du musst husten. Na, war Es das nicht fühlt so sich an, ein. als wenn ich husten muss, ja. Ja, immer bei diesem Aussetzer. Das ist komisch. Na gut, also, wir sind dann jetzt erstmal hier weg und sehen uns beim nächsten Video. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Du musst deinen Arm wieder runternehmen. Ach ja. So, Leute, also das ist das Ergebnis, sag ich mal. Und da blinkt wieder das Herz. Könnt ihr das sehen? Also so richtig ran kann die Kamera, es wird nicht schärfer, die kann Jetzt, nicht ja, lang man sieht, ich machen, sehe es ne? aber jetzt von hier. Seht ihr das? Dieses Herz im Dreieck. Also Bettruhe. Und nicht aufregen. Und vielleicht nicht so oft mit diesem Ding messen. Vielleicht vermisst sich das auch. Nein, man soll es auch nicht so oft machen, eigentlich. Ja. Jetzt das letzte Mal, weil vielleicht nicht sagen, nicht reden.
dann. Guck, vielleicht habe ich eben was gesagt Ach und so, dann vielleicht, hat er okay. das irgendwie falsch festgestellt Ja, oder okay, so. das ist jetzt nicht okay. Oh, aber ist es auf grün? Oder Was? Blutdruck auf grün? Ja, ist alles gesund. Grün, okay. Oh, na gut, also. Okay. Jetzt aber. Tschüss. Ciao. Kakao.